Hallo aus einem der zwei Länder, in denen seit der allerersten Formel-1-Weltmeisterschaft 1950 bisher jedes Jahr ein Rennen stattfand. Ich spreche natürlich von Italien, einer der großen Motorsportnationen der Welt. Und der große Preis von Italien wird jeden Moment beginnen. Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 354 km/h kommen nur wenige Strecken in der Formel 1 an das Tempo von Monza heran. Neben langen Geraden sind drei Schikanen, 11 Kurven und heftige Bremszonen das Herz des 5,8 Kilometer langen Kurses. Überholt wird entweder aus dem Windschatten heraus oder in den zwei DRS-Zonen. Aber Mut braucht man so oder so. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Vettel, Stroll, Sergio Perez und Norris. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Fernando Alonso, Ricciardo, Giovinazzi und Kimi Räikkönen. Leclerc. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Verstappen, George Russell und Sainz, er hat eine Gridstrafe erhalten. Tsunoda, die Todesfee, Nicolas Latifi und Nikita Mazepin. Ocon, Gasly, Mick Schumacher und Callum Ilott. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, damit guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zur F1 2021, zum großen Preis von Italien. Und holy shit, es gab einige Gridstrafen. Eigentlich hatten wir uns qualifiziert auf dem letzten Platz, 22. Ich habe tatsächlich auch die KI jetzt mittlerweile auf 103 runtergestellt fürs Rennen. Wer nicht weiß, warum, guckt euch das Qualifying an, die ersten 5-6 Minuten, da erzähle ich das recht lang und breit. Warum ich die KI wohl jetzt pro Rennen leider individuell anpassen werde. Ja, da es allerdings sehr viele Gridstrafen gab, starten wir auf dem 16. Platz. Leider starten beide Alfa Romeos in den Top 10, was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, weil, naja, wenn die Punkte kriegen und ich nicht, schwierig. Aber ich glaube, da sind einige dahinter, so ein Verstappen und so, die werden sich da schon durchprügeln oder auch ein Sainz. Die werden da langsam vorfahren. Ich bin mal gespannt, ich habe keine Erwartungen. Gerade dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, mit einer niedrigeren KI fahren, bin ich einfach mal sehr gespannt auf das Rennen. Sehr gespannt, ob wir da vielleicht auch mal jetzt was machen können, was nicht unbedingt 100% im Sinne unserer Position ist, uns aber vielleicht einfach ein bisschen Spaß macht. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Ja, mach ich ja. We want them nice and warm by the end of the lap. Ich habe gerade tatsächlich versucht, in meinem linken Bein mein rechtes zu kratzen, weil es gejuckt hat. Deswegen konnte ich jetzt so spät erst bremsen. Naja, wie gesagt, wir können jetzt mal gucken, ob wir vielleicht auch mal eine etwas riskantere Strategie fahren können. Oder wie unsere... Wir schauen jetzt erstmal allgemein, wie unsere Pace im Rennen ist. Ne? Ich glaube, das ist erstmal so das Allerklügste, was wir machen können. Aber ja, ich habe ja gesagt, Gridstrafen können uns eigentlich im Verlaufe der Saison nur noch helfen. Weil wir werden keine mehr kriegen. Außer wir räumen irgendjemanden ab im Qualifying oder im Practice oder so. Aber ich glaube, dass das im seltensten Fall passieren wird. Bin gespannt auf die Pace im Rennen. Wir werden jetzt halt natürlich nicht so knallhart pushen wie im Qualifying. Aber allgemein bin ich einfach mal sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt auf das Ganze hier. Ilott startet sein Debüt ja auf dem letzten Platz hier leider, aber bin noch mal gespannt, ob er sich da vielleicht ein bisschen vorkämpfen kann. Gerade Latifi und Mazepin sollte eigentlich schon angreifen können, aber ich meine, am Ende des Tages, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist sein erstes Rennen. Da erwarte ich jetzt mal noch überhaupt nichts tatsächlich. Ich habe Erwartungen an mich, ich schaue mal, ob ich die erfüllen kann. Meine Erwartung ist nämlich, den Wagen ins Ziel zu bringen. Das wäre sehr schön. Die letzten drei Rennen hatten wir zwei DNFs. Da würde ich gerne mal das Ganze anpacken und angreifen und einfach mal wieder ein Rennen
beenden und das Ganze auch vielleicht ohne den Wagen vorher in die Wand geschmissen zu haben oder so. Was auf Monza leider sehr leicht passieren kann, weil die Curbs auf der Strecke sehr aggressiv sind, aber na, das ist eine andere Nummer, ne? Das werden wir im Rennen wahrscheinlich schon sehen. So. Sehr guter Start tatsächlich hier. Kommen aber leider nicht an Sainz vorbei. Da muss ich meinen Fuß jetzt nicht unbedingt reinhalten. Nicht wahr, Tsunoda? Oder, nee, Gasly ist das sogar. Man muss nicht immer seinen Fuß in der Tür halten. Du wirst hier. Was war das denn für ein Schlenker von dir? Ja, kannst du aber schön vergessen, dann bleibst du hinten. Mhm. Zum Thema, die KI hat ein bisschen mehr Grip als wir, ne? Nur falls da irgendwer denkt, ich rede Bullshit. So, genau, ihr fahrt jetzt mal schön Zeit per Seite durch Ascari. Das halte ich für eine feine Sache, ehrlich gesagt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir an Russell rankommen oder nicht. Oder ob wir jetzt hier unser Rennen direkt durch die AlphaTauri versaut bekommen haben in Kurve 1. Bin ich mal sehr gespannt. Sind immer noch side by side. Die werden auch side by side durch die erste Schikane fahren. Das war zu spät, ein klein wenig. Macht aber nicht wirklich was. Jetzt ist sogar Mazepin an Gasly vorbei. Gardema! Gardema! Status Teamkollege. Gap to teammate behind is 2.3 seconds. They're on fresh softs. They're in 19th. The time last lap was a 1 minute 30.1. Oh, komm mal. 19. Ein paar Positionen hat er sich geholt. Können wir uns seinen Stand natürlich auch gerne angucken. Ja, da vorne zieht sich es halt noch nicht wirklich auseinander. Die ersten Marten halten das Feld gerade ein bisschen auf. Weshalb wir jetzt hier tatsächlich sogar ein bisschen rankommen. Was aber auch durchaus wichtig ist, dass wir, wenn DRS zum Einsatz kommt, da vorne dran sind. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, ich weiß. DRS kenne ich, Jeff. Boah. Krass, wie langsam die da durchgehen. Aber das ist jetzt halt wahrscheinlich so ein bisschen das Problem. Dadurch, dass ich auf 103 fahre, gehen die da halt so extrem langsam durch und auf anderen Stellen sind sie dann halt jetzt angeglichen. Vielleicht war 103 sogar ein bisschen wenig. Hätte ich vielleicht auf 104 gehen sollen. Weiß man im Nachhinein leider immer ein bisschen besser, aber na gut. Ich sag's wie es ist. So viel Frust, wie ich hatte jetzt in dem LP schon ab und zu. Das ist mir sowas von egal. Leichter Quersteher von Russell. Heißt, da kommen wir jetzt ein bisschen ran. Er wird kein DRS kriegen auf Sainz. Wir aber schon auf ihn. Könnte vielleicht ein Move werden. Hey! Was war denn das?
Betrug. Kegelt er einfach. Ja, okay, cool, kann man machen. Aber ja, Russell haben wir damit geholt. Bin ich mal gespannt, ob wir vorne bleiben können. Tragisch. Leclerc hat echt kein Glück irgendwie. Ist jetzt auch in einer Position, wo er sich vor Sainz verteidigen muss. Okay, das scheint echt ein heftiges Problem für ihn zu sein. Ja, im besten Fall müssen wir halt irgendwie an die Alfa Romeo rantreten, aber weiß jetzt nicht, ob wir das können. Da vorne fährt halt Alpine, McLaren, Aston Martin. Da sind Fahrzeuge weit außerhalb von unserem Level. Dadurch, dass Leclerc jetzt so ein krasses Problem hat, können wir vielleicht an ihn rantreten. Um da mal einen Move zu wagen vielleicht. Müssen auch ein bisschen auf Tsunoda von hinten achten. Wenn Leclerc den Move mit DRS nicht geschafft hat, dann fehlt dem aber einiges an Leistung. Wenn das halt ein ähnlicher Motorschaden ist wie bei mir in Sanford, der mir halt in Sanford 2 Sekunden gekostet hat, dann ist das etwas, was der hier in Monza aber auf gar keinen Fall haben will. Ja, wir sehen auch, wie Sainz ihm davon fährt. Also da können wir nächste Runde vielleicht echt was wagen hier. Tsunoda, don't. Du machst uns halt jetzt beiden kaputt. Das ist mein Windschatten, Jung. We're leading our teammate by 7.3 seconds. Eieiei, okay, das war interessant, sagen wir mal, aber ja, sind wir am Ferrari vorbeigezogen. Ne, wie gesagt, dass der harte Probleme hatte, liegt, glaube ich, relativ auf der Hand. Und ja, hier vorne ist halt jetzt ein riesengroßer DRS-Train, da kommt keiner an irgendwem vorbei. Und dementsprechend fahren die alle gerade relativ langsam, weshalb wir da vielleicht mit ein bisschen Glück uns ranziehen können. Um uns vielleicht ein bisschen leichter vor dem wild gewordenen Alpha Tauri hinter uns zu verteidigen. Wäre ganz schön. Oh. Ja, da ist McLaren im Kies. Green Flag. Ja, jetzt haben wir versucht jetzt in. Die zurück. Und wird DRS kriegen und würde er kommen, dann geht's vorbei. Das werde ich so nicht verteidigen können. Boah, der McLaren ist jetzt erst wieder auf der Strecke. Der steht da immer noch. Status Teamkollege. Gap to teammate behind is 9.4 seconds. They're on old softs. They're in 21st. The time last lap was a 1:23.9. Okay. Was steht denn der McLaren da immer noch? Hallo, könnt ihr den mal da wegschaffen? Der steht doch mitten auf der Strecke. Safety Car bitte oder so. Das kann doch nicht sein. Ah ne, es fährt. Hat der einen Platten? Ja, muss ja fast. Oh Gott. Hey, wo ist er? Da ist er. Ja, der muss eine Puncture haben. Alles andere gibt keinen Sinn.
Aber ganz ehrlich, das müsste ein Safety Car geben eigentlich. Weil wenn da einer reinscheppert, wenn der da auf so einer Geraden mit Schneckentempo fährt, niemals würde da das Rennen einfach mit Vollschmackes weitergehen. Weil so ein Safety Car wäre da das Allermindeste, sorry. Aber woher hat der denn den Reifenplatzer dann? Aber es muss ja einer sein, also ihm kann er kann ja nicht keinen Sprit mehr haben, das geht ja nicht. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Hat er sich so weggedreht, dass seine Reifen zu heiß wurden oder was? Tsunoda können wir uns gerade zumindest ein bisschen mitziehen und vor Russell wegkommen. Das ist auch schon was Feines. Ja, jetzt ist er an der Box. Okay, der ist halt jetzt schon zwei Runden hinten dran. Okay, clear. Gasly vorbei an Russell. Ja, die Alfa Romeo sind halt beide in den Punkten und zwar nicht gerade knapp. Das sind Platz 8 und 9, glaube ich. Was die gerade haben. Das ist halt ein riesengroßer DRS-Train da vorne. Da kommt keiner an dem anderen vorbei. Das muss durch Strategie passieren. Solange das nicht stattfindet, bringt das alles hier nichts. Ja, super, wie lange muss ich ihn fahren? Runde 12, okay, noch 3 Runden, ja, das geht. Das ist jetzt nicht unbedingt die astronomische Schwierigkeit. Wir können uns halt gerade auch recht gut vor Ocon halten, dadurch, dass wir hier im DRS von Tsunoda sind. Status Teamkollege. We're leading our teammate by 12.9 seconds. They're on old softs. They're in 21st. The time last lap was a 1 minute 22.6. Ja, gut. Eilert machen wir halt gerade fertig, aber wie gesagt, ist sein erstes Rennen. Das möchte und werde ich ihm jetzt nicht zu negativ auslegen. Alonso ist halt gerade auf 3. Und mich wundert es tatsächlich, dass niemand an ihm vorbeikommt, weil der Alpine auf der Geraden echt nicht stark ist und deswegen der Alpine auf Monza echt nicht stark ist. Also deswegen bin ich gerade sehr verwundert. Okay, Alonso jetzt in der Box. Mal schauen, ob die da vorne die Pace jetzt ein bisschen anziehen oder ob da jetzt noch ein paar andere Dinge passieren. Die Mercedes fahren halt jetzt einfach locker davon. Das ist klar. Okay, Leclerc auch drin. Wir gehen ja erst nächste Runde rein. Ah, Tsunoda leichter Quersteher. Norris schnellste Runde.
Aber ich komme halt auch leider nicht wirklich ran an Tsunoda, dass ich sage, ich könnte ihn angreifen. Das geht gerade leider nicht. Okay, jetzt gehen einige an die Box. So, jetzt gib mir mal ein nettes Safety Car hier. So, bumm. So viel dazu. Tsunoda, ne? Das Geile ist, wenn Tsunoda halt nicht nach innen gezogen wäre, sondern einfach ganz normal außen weitergefahren wäre, quasi nicht auf Verteidigungskurs gehen würde, dann wäre ich jetzt nicht vorbeigegangen. Weil dann hätte ich nicht mal den Angriff gemacht. Ich wäre einfach hinter ihm in die Kurve gefahren. Also die Tür hat er unnötigerweise selber geöffnet. Sehr gespannt, wo wir rauskommen werden. Eieiei. Das wird jetzt lustig. Keine Ahnung, wo wir rauskommen. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen. Ich weiß es nicht. Könnte jetzt einiges passieren. 2-0. Callum is in the pits. Callum in the pits. Go, 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 go. You'll be racing on the exit. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Okay, Platz 12. Da vorne ist Action. Hey, Sainz, Giovinazzi vor uns. Ja, das ist aber wieder der ganze Train da. Passieren jetzt aber wenigstens ein paar Moves, was die ausbremst, sodass wir vielleicht rankommen. Vielleicht schnuppern wir hier wirklich an Punkten. Wenn es richtig gemacht wird. Wir haben halt Tsunoda und Ocon hinter uns leider, ne? Das ist so die Schwierigkeit. Ja, aber guck mal, wie viele Moves da gerade passieren. So, ich ziehe jetzt mal bewusst ein bisschen mehr ERS, um Tsunoda aus dem DRS rauszukriegen. Weil dadurch hat Ocon jetzt DRS auf Tsunoda und die beiden könnten eine leichte Probleme miteinander kriegen. Oh, come on, mach mal Action da vorne. Und zwar richtig. Ja, genau so. Mach die Alfa Romeos richtig fertig. Lasst euch nichts von denen gefallen. Das sind Backmarker, so wie ich. Die gehören nicht in die Punkte. Ich schon. Das ist eine andere Situation, ne? Ihr versteht. Das wären halt jetzt nach aktuellem Stand 3 Punkte für die. Das sind 3 Punkte, die unnötig wären. Drei Punkte, die uns das Leben leider ein bisschen schwerer machen würden. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir hier rankommen. Ja, Giovinazzi wird auf jeden Fall jetzt was an Kimi machen, oder? Und Sainz an Giovinazzi potenziell. Das heißt, wir gucken uns mal an, was da jetzt passieren wird. Gar nichts.
Really? Das ist traurig. Ich dachte zumindest ein bisschen was findet da statt, aber na gut, dann nicht. Oh Gott, das war nicht gut gefahren. Da hat das Teamkollege. Gap to teammate behind is 19.7 seconds. They're on fresh mediums. They're in 21st. The time last lap was a 1:22.1. Ja, guck mal, der ist halt ein ordentliches Stück langsamer. Mein Gott. Letzte wird er in dem Rennen eh nicht. Außer der McLaren kriegt nochmal zwei Runden zurück. Aber da glaube ich irgendwie nicht so richtig dran. Keine Ahnung warum. So, Sainz, jetzt mach mal die Alfa Romeos da vorne weg. Gerne auch im wortwörtlichen Sinn, das ist mir egal. Hey, Kimi an Giovinazzi. Beziehungsweise Giovinazzi an Kimi hat es auch gemacht. Ja, im Prinzip gehen wir halt gerade die Pace von den Alfa Romeos mit. Das ist gut, aber Kimi scheint ein leichtes Problem zu haben. Sainz ist zumindest gerade ein bisschen, Giovinazzi ist zumindest gerade ein bisschen schneller allgemein betrachtet. Sainz wird jetzt auch relativ sicher den Move durchziehen. Ja, das ist ja schön. Genau, und was wir jetzt nämlich versuchen, ne? Ist direkt mitzugehen. Tada! Dad, ich hab kein DRS. Kimi, wir können über alles reden. Wir können wirklich, also, wir müssen nicht, ne? Also, ich, ne? Hab das nicht so gemeint. Oh! Also, ja gut. Das war's mit Giovinazzi, meine Freunde. Schade. Ja, Safety Car. Boxenstopp ergibt halt keinen Sinn, ne? Logischerweise. Wir sind gerade 10. dadurch. Viel wichtiger ist, beide Alfa Romeos sind außerhalb der Punkte. Ja, ja, ist gut. Alles gut, habe ich nicht gemacht. Alrighty. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie und ob wir diese Punkte verteidigen können. Oder diesen Punkt, besser gesagt. Das Ding ist, im Zweifel sage ich mir, Ocon, Tsunoda, Gasly, die können meinetwegen durch. Ich möchte einfach nur... Ja. Ich möchte einfach nur Kimi davon abhalten, für Alpha einen Punkt zu holen. Giovinazzi ist jetzt sowieso ganz hinten. D-
Da machen wir uns mal gar keine Gedanken mehr um den. Aber den hat es auch richtig zerlegt. Also, dass der noch fährt, ist echt... Holy shit. Na, Delta. Okay, hohe Safety Car Kolonne ein, machen wir. Ja, wir werden halt, keine Ahnung, 7-8 Runden fahren. Ich denke mal, dass Safety Car mit Runde 20 reinkommt. Das heißt, ja, 7 Runden werden wir fahren. Ja, könnte lustig werden. Wenn da vorne Quatsch passiert, könnte uns das echt einen Punkt eröffnen. Ich glaube aber nicht, dass wir die Pace haben, wie gesagt. Also wir haben die Pace, das vor Kimi zu verteidigen, das weiß ich. Aber wir haben nicht die Pace, das vor Ocon, Tsunoda, Gasly, Alonso. Nicht Alonso, Alonso ist ja eh schon vor uns. Leclerc beispielsweise zu verteidigen. Außer Leclerc hat immer noch seine Motorprobleme, dann ist das was anderes, aber... Okay, der ist eh super weit hinten dran, liegt der eng hinter den Haas. Die Tifosi sind nicht glücklich, meine Damen und Herren. Gasly und Tsunoda außerhalb der Punkte. Giovinazzi schießt sich weg. Leclerc hat Motorprobleme. Und Sainz ist gerade auch nur Neunter. Die Tifosi haben da keine Lust mehr drauf. Die wollen das Köpfe rollen und Brillen fliegen oder so. Aber ich bin ehrlich, der Rennen macht mir halt jetzt schon mehr Spaß als alles, was wir die letzten 5 Rennen hatten, gefühlt. Also. Manchmal ist es auch echt eine gute Sache, mit der KI runterzugehen. Ja, wir müssen vorne rechts ein bisschen Wärme bringen, leider. Ja, ich könnte sogar sein, dass Safety Car Runde 21 erst reingeht. Möglich ist es. Wie wären wir denn vorne rechts am besten auf? Wahrscheinlich nicht speziell. Mal schauen, ob der Safety Car reinkommt diese Runde. Ich glaube, wie gesagt, nicht dran. Ne, das wäre jetzt schon angekündigt. Eieiei. Ja, Chaosrennen bisher. Echtes Chaosrennen. Da ist bisher schon einiges passiert, was keiner vorhersehen konnte. Also Safety Car bleibt bis Runde 21 auf jeden Fall draußen. Also wir müssen uns auf jeden Fall Giovinazzi angucken. Wir müssen uns Norris angucken. Den Start von Islet auf jeden Fall. Der war ja 18. oder was, glaube ich. Vom letzten aus. Also das riecht mir schon wieder sehr nach. Ich habe einfach mal reingehalten. Das machen meine Teamkollegen, also der Latresse hat das ja auch ab und zu mal gemacht. Aber bitte nicht Schleichtempo hier oben, ne? Ja, aber diese Runde wird es halt safe reinkommen. Da müssen wir gucken, wie wir das irgendwie verteidigen. 6 Runden lang. Wir haben halt das ERS auf unserer Seite. Das haben die aber auch. Wir haben das Reifenmanagement auf unserer Seite. Das haben die nicht. Was wir auf unserer Seite haben, was sie nicht haben, ist, dass meiner Meinung nach, bevor Kimi eine gute Chance auf mich kriegt, Ocon eine gute Chance auf Kimi kriegt. Und das könnte ein Kampf werden, der sich ein paar Kurven zieht. Das wäre ganz geil.
So, komm, Safety Car kommt rein diese Runde, oder? Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Ja, ja, ich weiß. Haben wir mitverstanden. War auch, wie gesagt, erwartbar irgendwo. Vielleicht können wir davon profitieren, dass die ihre Reifen überhaupt nicht aufwärmen. Das könnte durchaus sein. The track is clear. Green flag. Oh, Kamerad. Jo! Perez, ne? So nicht. Wir können uns ja gern drüber unterhalten, dass du vorne bleibst, aber nicht so. Nicht so, mein Freund. Okay, Leute, ich habe einen Puffer hinter mir. Ich habe einen kleinen Puffer. Gut, die Reifen sind immer noch zu kalt ein bisschen, oder? Ja. Ja, hopp, Sainz. Hau ihn. Ja, Perez, verteidige. Ja, sehr gut. Ich bin für euch. Ihr macht es. Eieiei, Leute, 5 Runden noch. DRS wird diese Runde wieder aktiviert. Also noch nicht. Sondern erst für diese Runde jetzt. Oh, doch nicht? Nächste Runde erst, oder was? Auch gut. Ja, ihr macht das. 3 wide, ihr seid die Besten. Was macht ein Kimi jetzt auf 10, Leute? Was? Nee. Tut das mal nicht. So, Sainz, jetzt hol dir den Perez. Mach ihn richtig fertig. Okay, gap ahead is 3.0 seconds. Ja, das ist ja schön. Jawohl, der greift echt Perez an. Leute, wir geben Knallgas. Wir geben einfach Knallgas. Ich weiß, dass es super unwahrscheinlich ist, den 8. zu halten. Deswegen würde ich mich halt auch voll und ganz mit dem 10. zufrieden geben. Aber es kann halt sein, dass Sainz jetzt nochmal Perez angreift nach Kurve 1 oder in Kurve 1 rein. Und dass sich halt jetzt die ganze Zeit so zieht. Das kann passieren. Ja, schön. Ja, das wird auf jeden Fall ein Angriff von Sainz. Oh Gott, zu spät. Yes, das kostet die beiden doch wieder. Ja, die fahren immer noch side by side, die zwei. Die fahren gerade parallel durch alle Schikanen, ne? Wieder richtig Zeit verloren. 3 Sekunden jetzt hinten dran. Ah, ne, Ascari sind jetzt nicht side by side gefahren. Schade. Das wäre noch ganz gut gewesen. Aber das wird jetzt halt auch safe wieder ein Angriff werden von Sainz. Aber da ist jetzt halt die Möglichkeit, dass Sainz halt vorher schon vorbeigeht, final.
vor der ersten Kurve. Dann hätte ich dadurch nichts gewonnen. Nee, passiert aber nicht. Die fahren da wieder. Das ist gerade das göttlichste Szenario, was es für mich gibt, Leute. Drei Runden noch. Wir können echt Punkte heimholen. Betonung liegt auf Punkte. Status Teamkollege. We're leading our teammate by 8.9 seconds. They're on old mediums. They're in 21st. The time last lap was a 1 minute 23. Giovinazzi hat die schon wieder bekommen? Oh Mann. Du Pappnase, du. Okay. Vorletzte Runde. 3 Sekunden Vorsprung. Diesmal wird Sainz, glaube ich, schon vorher vorbeigehen. Also das wird ein cleaner Move sein. Das wird die beiden nicht wirklich Zeit kosten, nehme ich an. Ja, genau. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, weil Sainz müsste eigentlich auch schneller sein als Perez. Norris. Auf dem letzten Platz aber trotzdem Statement setzen. So gehört sich das. Ja, der interessiert mich nicht, Jeff. Ich habe einen Ferrari hinter mir, den ich vor den Tifosi verteidigen muss. Also, okay, Norris ist ja nicht wirklich direkt hinter mir, aber trotzdem. Prinzip ist klar. There's 3 laps of fuel remaining. Er reicht ja für eine Runde. Sind immer noch 3 Sekunden. Das wird er nicht schaffen. Wenn ich das jetzt nicht wegwerfe in der letzten Runde, wird das ein 8. Platz, Leute. Okay, nicht wegwerfen sollte ich vielleicht auch ernst nehmen. Und vielleicht macht Perez jetzt noch was. Da wird er nicht vorher schon vorbei sein. Oh, Yellow Flag auf Startziel. Oh ne, der stellt jetzt nicht in der letzten Runde den Wagen ab, oder? Oh, Latifi, das ist bitter. Das ist bitter. Aber dadurch ist Eilert wenigstens 20. Das, ja, Top 20 im Debüt ist ein Highlight. Auch in der echten Formel 1, ganz bestimmt. Ja, in der Pace haben wir keine Chance gegen die. Das sehen wir jetzt gerade. Wenn die clean vorbeigehen aneinander, dann sind die eine Sekunde schneller auf die Runde gesehen. Aber anstatt, dass beide sich an mir vorbeiziehen und dadurch im Endeffekt beide mehr Punkte kriegen, haben sie sich mit sich selber beschäftigt. Hamilton gewinnt. Bottas gewinnt. Vor Ricciardo, vor Hamilton. Und wir holen Punkte. Oi, oi, oi. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Überhaupt nicht. Ricciardo Drive of the Day. Ja, natürlich, klar. Das war der Sieg hier beim großen Preis von Italien. Auf eine Leistung wie diese bei so einem historischen Rennen kann man nur stolz sein. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Das stimmt. Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen.
Ja, das definitiv. Aber Alter, war das ein geiles Rennen. Alter Vater, war das ein geiles Rennen. Und das bestätigt mich eigentlich nur in meiner Entscheidung, mit der KI halt von Rennen zu variieren. Heieiei. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Heiko, Daniel Ricciardo ist für mich wohl der Fahrer des Tages. Es ist weniger das, was er richtig gemacht hat, sondern wie wenig er falsch gemacht hat. Ein perfektes Rennen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja, das haben wir tatsächlich nur durch den Safety Car Restart dahin gerettet. Und dadurch, dass wir halt mitfahren konnten mit den anderen. Ja, wir haben Ocon überholt in der Meisterschaft. Das ist nicht schlecht. Wir haben 4 Pünktchen geholt. Das ist super wichtig, gerade auf Alfa Romeo. Ja, eilet halt letzter von denen, die ins Ziel gekommen sind. Aber hey, wie gesagt, es ist ein erstes Rennen. Und ich würde sagen, wir gucken uns nicht mal die Highlights an. Also noch nicht, wir gucken uns erst die Wiederholung an. Und gehen da jetzt mal auf Eile drauf, sein Start. Warte mal, okay, er hat sich Schumacher direkt am Start geholt. Dann hier einfach auch durch reine Pace direkt an Ocon vorbei. Latifi holt er sich in der ersten Schikane dann. Da vorne sind auch mich mit den beiden Alpha Tauri. Ja. Not bad. Not bad, definitiv. Dann müssen wir jetzt auf Norris vorne. Ja, so. Was ist mit dir passiert, Minion? Was hat bei dir stattgefunden? Okay, er ist im Fight mit Stroll. Da passiert nichts. Okay. Vor ihm Vettel und Alonso. Was? Ja, der kriegt echt einfach hinten rechts eine Puncture. Uff! Krass, dass sowas auch passieren kann. Holy shit. Eieiei. Okay, gut zu wissen. Und jetzt gucken wir uns mal Giovinazzis Ausflug an. Mal gucken, wie er sich da weggekegelt hat. Wir haben es ja ein bisschen gesehen, aber leider nicht so richtig. Dadurch, dass wir mit Kimi uns bekebelt haben, haben wir ein bisschen Boden verloren gehabt, leider. So, was ist Phase? Wir haben den Curb gekommen, zu viel korrigiert und weg. Na gut, okay. Ja, krass. Also das mit Norris? Holy shit. Das ist aber auch richtig, weißt du, im Anbremsen auf Ascari gibt es viele Sachen, die du haben möchtest, aber definitiv kein Platten. Holy fuck. Okay. Highlights. Das war so ein unfassbares Rennen. Da war Chaos dabei, aber von Anfang bis Ende. Da seid ihr schon angefangen in der ersten Schikane mit den beiden Alpha Tauri. Genau, weil ich habe mich da so da gehalten, wo ich hingehöre. Ja, guck mal, und da Tsunoda schiebt sich einfach mitten rein. Ah, nee, Gasly ist das, der sich einfach da reinschiebt und ein 3-Wide erzwingt, was halt einfach Quatsch ist. In dem Fall, also, da hätte er sich einfach hinten anstellen müssen. Dann hätten wir auch nicht den Boden nach vorne verloren. So früh. Und dann habe ich halt den Mittelfinger ausgepackt gegen Gasly und gesagt, ne, so nicht. Hat uns zwar alle Zeit gekostet, aber naja. Passiert halt.
Okay, was haben wir hier? Überholbar über auf Russell, genau. Das war auch nicht schlecht, sagen wir mal, das Manöver. Sehr aggressiv verteidigt von ihm. Gefällt mir. Also wirklich, was ich sagen muss, bei aller Kritik, die ich ausgeübt habe über die KI in der letzten Folge, die Aggression der KI ist grandios. Ehrlich. So, hier dann auch Side-by-Side mit Tsunoda durch Parabolika. Es ist so schön einfach nur. Es ist so schön. Aber das, was hat hier stattgefunden? Ah, Kimi haben wir uns geholt, richtig. Ja, dann war Safety Car Restart und da haben wir halt auch alles richtig gemacht. Haben uns hier Sainz direkt geholt. Und Perez, ja, wollte glaube ich Verstappen überholen, hat das ein bisschen angedeutet und ja. Hat dadurch dann im Endeffekt die Position gegen mich verloren auch noch. Ja, da haben wir uns dann leider ein bisschen verkeilt, aber naja, ist im Endeffekt ja gut gegangen, hat nichts gemacht großartig, war kein Schaden wirklich am Wagen. Und dann haben wir halt echt richtig Glück gehabt, dass Perez und Sainz sich richtig auf die Mütze gegeben haben. Die haben sich nichts geschenkt, die beiden, und dadurch haben wir halt ordentlich Boden gut machen können. Was uns dann am Ende echt den achten Platz gerettet hat. Was ist denn die beste Zeit von Eilert, würde mich mal interessieren. Ja, guck mal, das ist nur eine halbe Sekunde langsamer. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. Wenn wir da ein bisschen rein investieren in den Eilert, wird er bis zum Ende der Saison vielleicht auch ganz gut sein. Der Plan ist ja, dass wir uns nächste Saison Rosberg holen. Deswegen so lange wird er eh nicht fahren. Aero. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt hat? Team ist toll. Klasse, das war dann alles. Ja gut. Also wie gesagt, ich fühle mich nach dem Rennen eigentlich nur bestätigt darin, dass eine niedrigere KI-Stufe zu deutlich geileren Rennen führt. Auf jeden Fall. Da gehe ich ganz eindeutig mit der Aussage konform. Ja. Sponsoren sind auch happy mit uns. Die 390.000 nehmen wir mit. Was? Eilert 50.000 Abzug für Strafen? Was hat er gemacht? Für Schaden? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ja, die Punkte sind auf jeden Fall wichtig. Wir haben noch 8 Rennen in der Saison. Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Uiuiui, da steht einiges an jetzt vor Russland. Ja, was werden wir tun? Wir werden mal ein Team-Event finanzieren. Wir werden eine Motorherstellerbesichtigung machen. Und wir werden ein bisschen Gewichtetraining für Eilert ankurbeln. Was wir daraufhin tun werden, ist, wir werden mal... Werden wir das tun? Ja, das lohnt sich eigentlich nicht so richtig. Noch nicht zumindest. Ja, wir werden jetzt hier auch mal Triebwerk investieren. Es gibt ein Problem mit unserem Fahrer und wir wollten fragen, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben hier ein Angebot für dich. Ein Social Media Star will ein Interview mit dir für ein Video, an dem er arbeitet und will sich so schnell wie möglich mit dir treffen. Das würde unsere Pläne für dein Training mit deinem Teamkollegen verzögern, aber die Entscheidung liegt bei dir. Ja, 2700 Kilometer nehmen wir mit. Entscheidung, aber du bist gut damit umgegangen. Danke. Das nehmen wir natürlich mit. Ja, Sponsoren. Distort. Kriegen wir vielleicht noch was Besseres hin. Aber was hat denn Distort für eine 154, 176? Kriegen wir da vielleicht was Schöneres? Ja, Rivalen haben wir halt keinen. Schnellste Runde passiert nicht.
Ja, das ergibt halt alles keinen Sinn. Vier Interviewfragen. Wir haben halt in letzter Zeit echt viele Interviewfragen bekommen. Das machen wir. Wir müssen halt auch mal gucken hier, dass wir den Rosspick mal auf die Watchlist setzen. Vielleicht hat das ja irgendeinen positiven Effekt auf uns, wenn wir dann mit ihm verhandeln. Aber ja, das kriegen wir hin, glaube ich. Das kriegen wir hin. Jetzt werden halt vor Russland sehr viele Upgrades ankommen. Bin ich sehr gespannt. Okay, die neuen Teile erstmal was für einen Motor. Gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Das ist ein Hersteller-Upgrade. Okay, das war gar nicht von uns. Ja, auch gut. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen hier? Rivalen betrachtest. Unsere Kollegen von Honda haben angerufen. Sie haben ein neues Upgrade-Paket für unser Triebwerk fertig. Mein Gott, halt die Schnauze. Sondern sich auch verschlechtern, wenn du verlierst. Unsere Kollegen von Honda haben angerufen. Sie haben ein neues Upgrade-Paket für unser Triebwerk fertiggestellt. Also tolle Neuigkeiten. Wir können es im nächsten Rennen ausprobieren. Hoffentlich machen sich die Verbesserungen bemerkbar. Wenn du dir die Details zu dem Paket ansehen möchtest, findest du sie auf dem F&E-Bildschirm. Ja, gut. Aber Chassis. Und da müssen wir eigentlich direkt weiterentwickeln. Weil Chassis stehen wir nicht gut da, meine Damen und Herren. Chassis stehen wir, wie wir sehen, überhaupt nicht gut da. Da müssen wir direkt weitermachen. Ja, finanziertes Team-Event. Ach. Ich habe extra das Team-Event gemacht, damit die Teile nicht fehlschlagen. Oh, und jetzt haben wir halt nicht genug Punkte, um das wieder anzukurbeln. Ach. Natürlich musste ja irgendwas passieren. Yo. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Jegliche Neuentwicklungen musst du über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Ey, sowas demotiviert einen halt aber auch ein bisschen, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Okay, da gibt's halt am meisten Sinn, hier die Aero wieder direkt neu zu entwickeln. Aber, also, ja, gib mir neues Getriebe. Brauchen wir eigentlich eh nicht, das war gerade bei 40%, aber trotzdem. Das ist halt echt scheiße, sowas. Und das ist jetzt halt das zweite Mal, dass wir ein richtig großes Upgrade-Paket haben, an dem wir entwickeln. Und drei von den vier Teilen gehen nicht durch. So kommen wir nicht nach vorne. Das ist unmöglich. Ja, super, danke. Damit ist Williams wieder vor uns, yay. Applaus. Ach, ganz ehrlich. Also, wie gesagt, die Moral war ja bei allen hoch eigentlich. Dass die Ausfallwahrscheinlichkeit so gering ist, kann ich mittlerweile ehrlich einfach nicht mehr glauben. Es tut mir leid. Das ist halt einfach Quatsch, aber naja, gut. Es ist, wie es ist. Wir haben Punkte eingefahren. Darüber sollten wir happy sein. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr und deutlich nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!